Boom. Voilà. Boom. Mr. Humardo. Servus, grüß dich. Servus, schön, dass ich da sein darf. Nein, fix gerne. wir starten gleich an. Und zwar, stell dich mal vor, sag, was du machst. Du hast eine Minute Zeit. Also, ich bin der Humaldo. Eigentlich heiße ich ja Christian, aber im Internet ist es besser, man hat einen Künstlernamen. Da kennt man mich unter Humaldo. Ich bin ein Kind der frühen 80er. Das heißt, ich habe jetzt meinen 40er bald schon vor mir. Das heißt, ich bin auch schon in den 80ern mit Metal in Verbindung gekommen. Habe dann in den 90ern im Underground angefangen. Selbst mit Bands herumgefahren. Viele von meinen Freunden haben in Bands gespielt. Und Anfang 2000 habe ich dann selbst meine Band gegründet, damit ich das einmal aus der anderen Perspektive auch sehe. Die gibt es heute noch. Lack of Purity, genau. Für alle, die es nicht wissen. Und sonst, ja, die typischen Nerd-Sachen haben mich immer schon interessiert. Videospiele ist auch Leidenschaft seit der frühen Jugend. Ich glaube sogar das allererste Zelda am NES war mein erstes Videospiel überhaupt. 88 oder 89 oder so. Ja. Dann das übliche Nerd-Zeug. Star Wars natürlich, Filme, Serien, alles, was dazugehört und natürlich auch Medientechnik. Mhm. Videos machen, Audioproduktionen machen, hat mich auch schon immer interessiert. Und wenn ich so drüber nachdenke, mache ich eigentlich mein ganzes Leben genau das Gleiche. Das ist eh sehr gut, dass du das sagst, weil du hast ja, sofern ich das weiß, drei Channels, nämlich Humaldo rockt, Humaldo macht Videos und Humaldo plays. Warum die Aufteilung oder ist das noch so? Oder? Also, erstens einmal, es sind offiziell, also für die Zuschauer, es sind nur mehr zwei Kanäle. Und der Hintergrund ist, wie ich angefangen habe mit dem ganzen YouTube-Schatz vor dreieinhalb Jahren, habe ich einen Kanal gehabt, schon ewig habe ich den gehabt, seit 2007 oder so. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich habe das ganze Equipment da herumliegen, machen wir einfach was damit und laden ein paar Videos hoch und haben wir überhaupt nicht viel gedacht dabei. Und die ersten Videos waren eher Vlogs. Welche also, Sparte? Ging es da eher um Musik? Da ist ihm gar nichts gegangen. Das heißt, ich habe einfach, wie man es jetzt früher so gemacht hat, man hat einen YouTube-Kanal und laden irgendwas hoch. Das, da war es einmal ein Videospielvideo, dann war es einfach Krimskrams, ohne Konzept. Ja, einfach, okay, ich habe ein Video, das lade ich auf YouTube. Also da ging es prinzipiell mal eher um dich. Da quasi ist ihm so gar nichts gegangen. Das war einfach nur so eine Müllabladefläche für Videos. Okay. Und das war dann über 10 Jahre und dann haben wir gedacht, so den Kanal könnt ihr euch benutzen, zum was Gescheiteres damit machen. Und habe dann mal zum Vloggen angefangen. Habe aber noch gar nicht gewusst, dass das Vloggen heißt. Ja. Habe einfach mal ein paar blöde Videos hochgeladen und habe mir gedacht. Das heißt, ich habe dann einfach weitergemacht, alles, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist, habe ich auf den Kanal gelohnt. Am Anfang waren es hauptsächlich Gespräche, also Selbstgespräche und so Geschichten. Okay. Aber dann bin ich immer mehr auf Konzerte gegangen und habe da Konzertvideos auf den Kanal gebracht. Ja. Und dann bin ich drauf gekommen, das Publikum ist ein bisschen verwirrt, also meine Zuschauer, weil zu viel Krimskrams kommt. Und das heißt, viele, die wegen meine Rock- und Metal-Sachen da waren, haben sie dann eben mit den anderen Sachen, die haben es dann verstört oder was auch immer und haben sie beschwert, nein, das zu viel Blödsinn kommen nicht mehr. Das war quasi zu wenig Struktur da, deswegen hast du gesagt, okay, gut. Das war dann meine Lektion, die Leute wollen auf YouTube anscheinend themenmäßig auf die Kanäle beschränkt bleiben. Das heißt, wenn sie diesen Kanal abonnieren, würden sie da dieses Thema sehen und nichts anderes. Zumindest ist das meine Erfahrung. Vielleicht ändert sie sich, wenn man irgendwann einmal, keine Ahnung, 500 Millionen Abonnenten hat, wo man Celebrity ist, dann schauen die Leute wahrscheinlich jeden Scheißtrick. Irgendwann kommen die Leute nämlich, weil du der Celebrity bist und weniger wegen Inhalt. Weniger wegen dem Thema, Aber das dauert halt. Also das heißt, keine Ahnung, wann das anfängt, wahrscheinlich bei 10 bis 100.000. Also das war der Grund, warum ich dann angefangen habe, meine Kanäle aufzuteilen. Mhm. Der Rock- und Metal-Kanal, dann einen Gaming-Kanal und dann einen Nerd-Kanal und so Geschichten. Ja. Bin drauf gekommen, das bringt es auch nicht. Weil das hat die Leute nur mehr verwirrt, weil ich einfach zu viele Kanäle gehabt habe. Mhm. Und auf jedem Kanal ist dann einfach zu wenig passiert, aber ich habe die komplette Arbeit gehabt damit, mit dem Verwalten. Das heißt, jetzt habe ich einfach letztes Jahr die Reißleine gezogen und habe gesagt, die Reißleine, heißt das so? Die Reißleine? Kann man so sagen, ja. Ja, auf jeden Fall, diese Leine habe ich gerissen. Und habe einfach alles, was nicht Rock und Metal ist, auf einen Kanal zusammengelegt. Okay. Auf den Humaldo macht Videos, heißt das jetzt. Und Humaldo Plays war vorher ein Gaming-Kanal und jetzt ist es eine Rubrik. Weil halt Gaming und Nerd-Culture ist schon sehr, 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 sehr knapp benannt und das macht dann schon Sinn. Ja.
Das heißt, du hast viel zu sagen über die lokale Szene und Rock und Metal Music, aber auch über eben Gaming und Nerd Culture und Star Wars zum Beispiel. Woher glaubst du, kommt das bei dir, dass du dich so gern mitteilst? Ja. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, jeder, der irgendwie so diese kreative Ader in sich hat, dieses Schöpferische, der würde es natürlich auch irgendwie teilen. Ich sage immer, geteilte Freude ist doppelte Freude sozusagen. Mhm. Und man kennt es ja, wenn man zum Beispiel ein Lieblingslied hat oder ein Lieblingsspiel oder ein Lieblingsfilm, dann hat man ja diesen Drang oft, dass man das seinem besten Freund sagt oder seiner Freundin, da schau dir den Film an, wie geil ist der. Es macht es realer, wenn man Bestätigung von einem anderen hat. Ich habe die Gründe nicht hinterdacht, warum man das macht. Einfach nur dieser Drang, dass man, wenn man was cool findet, dass man das mit anderen Leuten teilt. Und das ist natürlich immer schon da gewesen, in Verbindung damit, dass ich halt selbst immer wieder ein bisschen geschaftelhubert habe, was diese ganzen kreativen Sachen angeht, wie zum Beispiel damals schon, ich habe Geschichten geschrieben, ich habe Comics gezeichnet in der Volksschule schon und dann eben mit Videos angefangen schon. Und man würde es natürlich auch irgendwie dann präsentieren. Mhm. Und halt irgendwie Reaktionen rausholen. Genau, davon. Und ich glaube, das ist was, das hat glaube ich jeder Künstler irgendwie. Ja. Der will ja ein bisschen so diesen Applaus auch, diese Also ging es dir auch um Bestätigung? Sicher, weil ich glaube, da ist man oft ein bisschen bescheiden und sagt, na, Bestätigung und so, nein, ich mag es eh nur hauptsächlich für mich, aber im Endeffekt jeder, egal ob er jetzt eine Band gründet oder bei einer Band mitspielt und auf der Bühne steht oder ob er Lieder schreibt oder ob er ein Kabarettprogramm vorträgt, ich glaube, die Motivation ist schon immer ein bisschen dahinter, dass man das mal anderen Leuten, am Publikum präsentiert und dass denen hoffentlich auch gefällt und dass man ein Feedback kriegt. Und ich glaube, auf YouTube ist es auch nicht anders. Das heißt, wenn man Videos macht, man freut sich halt auch, dass jemand sich die anschaut, auch wenn es nur weniger sind. Und wenn ein paar Kommentare kommen, dann ist das schon eine schöne Bestätigung, Befriedigung. Und war das eh die Frage? Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr Gutes. Das heißt, du hast deine Channels, bist auch Vollzeit arbeitstätig, eine Band hast du auch noch, ja. Eben Lack of Purity, falls man in der Description schauen. das ist sehr, sehr viel, sehr viele verschiedene Bereiche, wo sich nichts von selber tut, in Wahrheit. Du musst alles selber machen, musst alles planen, musst alles selber filmen, musst alles selbst die Post-Production machen, ja, das ganze Equipment da dazu noch. Das braucht und du machst das in einer sehr, sehr hohen Frequenz. Wie viele Videos bringst du ungefähr? Unterschiedlich. Also in der Woche sicher eins. Mindestens eins. Ja. Aber wenn es mal bockt, dann können es, glaube ich, 3-4 sein. Aber es ist zum Beispiel nicht wie bei uns hier, wo Peter und ich wirklich strikt Trennung haben. Ja? Und wo ich weiß, okay, gut, er macht sein und das passt und ich mache mein Blablabla, das passt schon. Ja? Aber du machst wirklich alles, plus du fährst durch die Weltgeschichte herum und bist mehr oder weniger auch Bandleader in deiner Band. Ja. Woher kommt diese unfassbare Disziplin eigentlich, dass du wirklich immer wieder sagst, okay, ich mache jetzt das nächste Video und um meine Band kümmere ich mich auch noch. Okay, es schaut von außen vielleicht mehr nach Disziplin aus, als es eigentlich ist. Im Endeffekt, ich glaube, es hilft mir viel, unter Anführungszeichen, dass ich keine Kinder habe. Das heißt, das macht die ganze Freizeitplanung natürlich viel flexibler. Das heißt, ich kann mich relativ spontan zu einem Projekt oder irgendwas zu einer Idee dazusetzen. Meine Freundin ist da sehr verständnisvoll. Das heißt, ich habe die Zeit, wann ich es brauche. Ich habe meistens kommen wir wieder auf die Leidenschaft zurück. Das heißt, wenn ich von einer Idee gepackt werde, meistens beim Duschen oder sonst wo, dann lasse ich diese Idee nicht mehr los, bis dass ich herumarbeite dran und dann nehme ich mir die Zeit einfach. Und bei manchen Sachen, wie zum Beispiel die Rock- und Metal-Videos, die kommen nicht so oft, weil da nehme ich mir meistens mehr Zeit dafür, da mache ich mehr Struktur dahinter haben, weil das ja auch mein Spartenkanal ist. Also da weiß ich auf Humaldo Rockt, auf dem Kanal, da habe ich inzwischen über 1200 Abonnenten und da weiß ich ja, die Leute, die da hinschauen, die wollen meine Rock- und Metal-Inhalte sehen und deswegen würde ich schon nicht zu viel Blödsinn rausschießen. Vielleicht war es auch wurscht,
Da habe ich schon immer ein paar Fixtermine, wo ich sage, okay, am Montagabend kümmere ich mich um das nächste Rock-and-Metal-Video und wenn ich es da nicht schaffe, habe ich zumindest nur den Dienstag, aber Mittwoch will ich es veröffentlichen. Und wenn ich am Dienstag schon merke, es geht nicht, dann kommt es halt nicht. Ja. Aber sonst bin ich drauf gekommen, dass ich mich selbst, wenn ich mich terminmäßig zu sehr einschränke und sage, also wenn ich mir einen Terminplan erstelle, so am Montag das Video, Dienstag das, da das und das, das funktioniert nicht. Da sträubt sich dann was in mir und da bin ich dann doch wieder zu sehr chaotisch. Okay, also du lässt dir dann das halt trotzdem einen Wiggle Room. Ich bin dann eher so dann, ich entscheide dann jeden Tag aufs Neue und schaue, okay, so was sind die Prioritäten heute. Komme ich heute dazu, dass ich ein Video mache am Abend oder muss ich, keine Ahnung, die Gartenhütte fertig bauen oder so. Und wenn die Entscheidung, okay, Gartenhütte ist eigentlich schon fertig, passt, Fernsehen, da mal erst am 8., jetzt ist es 6, dann habe ich jetzt 2 Stunden für ein Video, passt, mache ich eins. Ja, aber ich finde, dass das spiegelt trotzdem einen sehr, sehr hohen Grad der Selbstdisziplin, ja? Ja. Weil du schon immer wieder Freiräume lässt für, okay, gut, da ist Zeit für Content machen oder da ist Zeit für meine Band und so weiter und so fort. Also auf Humaldo Rockt machst du ja auch Reviews und eine Zeit lang hast du Proberaumbesuche gemacht auch. Das heißt, da ist das sehr viel lokaler Band-Support auch dabei. Aber der Support ist auch ein nicht so kleines Festival, ja, das ist leider dieses Jahr falls in Wasser, wie wir wissen. So viele, ja. Aber letztes Jahr, das war das Area 53, ist das okay. und zusätzlich dazu hast du eine eigene Festivalreihe von an und dazu mal wieder aufleben lassen, das war das Crack-Up Festival. Ja. Auch zwei ziemlich fette Brocken zusätzlich zu deiner Band und Podcast und bla bla bla. Was würdest du sagen, sind die Major Challenges, wenn man selber ein Festival oder zumindest ein Konzertabend auf die Beine stellt? Muss ich einmal relativieren, das ist wieder mal alles Smoke and Mirrors. Natürlich, jetzt ist alles fake till you make it. Ja. Also mit Area 53 Festival war ich eigentlich wirklich nur als Videoberichterstatter, als Konzertvlogger dort. Ja, aber im Vorhinein hast du ziemlich fett Werbung gemacht. Ja, genau. Dafür, also ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, dass es ein Festival gibt in, wo war es nochmal? Ich habe leider vergessen. In Leoben, wo Timo Borgia aufgeigt, was das auch kein Bämmerl ist, wenn ich so sagen darf. Ja. Aber ich habe sonst nirgends irgendwie gelesen, dass die gibt, außer eben, du hast gesagt, ja, hey, da gibt es und da spielt die und die Bands. Ja, what the fuck. Es war halt so, also der Hannes, der Veranstalter, hat mich schon relativ früh, eigentlich schon fast ein Jahr vorher mal kontaktiert und hat gesagt so, ja, ich mache nächstes Jahr ein Festival, willst du nicht? Ich habe mir deine Videos angeschaut, die schauen alle authentisch aus, das taugt mir, willst du nicht einfach vorbeikommen und machen, was du willst, weil so wie deine Videos wirken, wird das live. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist schon mal es eine Ehre, dass jemand... Es kommt recht viel Verantwortung weil ich habe es schon mal ziemlich cool gefunden, dass er mir keine Auflagen gegeben hat und nicht gesagt hat, du musst so und so machen und das, sondern er hat einfach gesagt, mach, was du willst, weil... Mach so, wie du deine Sachen und cool. Dann waren wir eben in Kontakt und dann hat sich das dazu ergeben, dass ich halt einfach wie immer halt auf das Konzert gefahren bin, also das Festival und habe halt einfach mit dem gleichen Equipment, das ich heute auch mit habe, einfach mit meiner Kamera ein bisschen gefilmt habe und dann ein Video draus gemacht habe. So, jetzt ist irgendwie immer, oder hast du es nicht sogar du gesagt damals, so quasi der Festival, der Metal-Tourist oder so. Der Metal-Tourist, ja, voll. Der einfach halt mit seiner Kamera auf Events ist und quasi aus Augen. Aber ich meine das jetzt nicht negativ, sondern es ist so unverblümt und authentisch halt und es ist nicht so überproduziert und gefaked, sondern ich kenne ihn privat auch und ich dachte, er ist genau so. Ja. Und das ist, und das merkt man schon. Aber nochmal zurück, Challenges, wenn man selber ein lokales Ding aufziehen mag. Das Crack-Up Festival, das wir wiederbelebt haben, weil das war damals in den 98 bis 2007, glaube ich, war das so eine Reihe in der Heimat draußen. In der altvorderen Zeit. Genau. Das Gute daran war, dass die Location was machen, also beim Kulturhof Eigner in Wieselburg, dass das quasi, da kriegt man schon ein komplettes Package. Das heißt, der hat dort eine super geile Anlage drin, der arbeitet mit einem
Tontechnikern lokalen zusammen und so. Das heißt, da habe ich mich selbst eigentlich fast nur mehr um die Bands und um so meinen Teil der Promo kümmern müssen. Mhm. Und das ist halt, das ist mir schon entgegengekommen. Ich habe natürlich auch schon viel mitgekriegt, was ein richtiges Konzert für Aufwand ist und muss sagen, da hätte ich mich eigentlich eh nicht drüber trauen, weil die Ressourcen hätte ich dann hätte ich eh nicht. Weil, wo was man meinst sich um du, Catering, wo so, man sich um Catering, okay. um Getränke, um die Lizenzen, um die Lizenzen, ja. Unterkunft von der Band dann auch. Alles, also Unterkunft von der Band wird schon noch zu meinem Aufgabengebiet passen und gehören, aber ja, diese ganze Anmeldung und AKM und alles, das ist eben in der Lösung einfach, wird das alles vor der Location gemacht. Ah, okay. Und deswegen sage ich, also das war recht gemütlich zu organisieren alles. Und die größte Challenge ist aber trotzdem immer das Koordinieren, sei es Bands oder der Crew oder einzelnen Personen. Und das ist auch in der eigenen Band und auch beim Festival sind immer die größte Challenge. So das, wann hat wer Zeit? Und wann erfährt er davon und bla. Also. Und hast du da irgendwelche Mechaniken, wo du sagst, okay, gut. Für telefonieren. Wirklich? Über ja, generell, okay. Generell eher telefonieren als chatten. Ja? Ja, nein. Vielleicht, wer mein Humaldo macht Videokanal verfolgt, wird es ja schon mitgekriegt haben, dass ich zurzeit so ein bisschen auf Kriegsfuß bin mit den sozialen Medien, vor allem mit Facebook. Okay. Weil eben Chat und Facebook ist jetzt zwar nice, aber es fehlt einfach, 80% der Kommunikationsinformation fehlt, wenn man im Internet miteinander diskutiert. Das heißt, diese ganze nonverbale Kommunikation fällt halt weg und es sind Missverständnisse vorprogrammiert und das Gleiche ist auch in Chats drinnen. Das heißt, eine Stunde lang Diskussion im Chat kann meistens mit einem Telefonat vor 2 Minuten schon gelöst werden. Okay, das ich verstehe. Und deswegen organisieren, am besten die Leute durchrufen, auch wenn es ein paar Runden braucht, bringt meistens mehr als 17 Leute in einem Gruppenchat haben, wo dann noch mindestens 4 Minuten dann irgendwelche Memes gepostet werden. Ja. Ich finde das relativ spannend, weil bei mir ist es genau andersrum. Mhm. Ja, da fehlt der Peter und ich, wir schreiben nur und wir reden nur hier. Genau. Nein, also ich muss dazu sagen, es kommt auf die Disziplin an, natürlich. Wenn du im Internet, wenn die Leute, die kommunizieren im Internet, diszipliniert sind, dann funktioniert es eh relativ gut. Ja. Aber schaut auf Facebook an, was 2 Leute das reden diszipliniert, dann grätschen gleich 3 andere rein, die scheißen dann alles zu und dann kannst du eigentlich gleich das Internet ausschalten. Drum also. ja, ich weiß, was du meinst. Ja, vor allem ist es meistens das Missverständnisse. Das heißt, es wird einfach fast alle Probleme, die in Social Medien entstehen, basieren auf Missverständnisse, weil es die Leute einfach falsch interpretieren, weil 80% der Kommunikationsinformation fällt. Man muss die Sprache oftmals super simpel halten und sich wirklich nur auf Fakten berufen und dann sagen. Dann interpretiert das einer, als du bist arrogant und glaubst, ich bin deppert. Und dann hat es schon wieder einen Streit. Das ist richtig. Glaubst du, ich bin so deppert, dass ich keinen großen Satz verstehe, du Arschloch. Ja, das stimmt. Also ich versuche da gerade, durch die ganze Corona-Krise, wo man mehr als vorher im Internet gesessen ist, habe ich jetzt ein paar Rückzieher gemacht und verwendet weniger Facebook zumindest. Ja. Aber so Teams und Zoom oder ja, sowas sicher, schon. Sicher, das schon noch. Nur eben bevorzugt damit Leute, die ich kenne, die habe ich weiß, wie die reagieren. Mit fremden Menschen hast du im Internet gleich mal Probleme. Ist tricky, man. Okay. Das ist meine persönliche Erfahrung. Vielleicht liege ich eh komplett falsch jetzt. Oder bin auch schon ein alter, verbitterter Mann. Ich war schon 16, wie Handys aufgekommen sind und 20, wie das Internet gekommen ist, das heißt, du kennst die dunkle Zeit davor quasi. Nein, war schon. Hat seine Vor- und Nachteile gehabt. Ja, natürlich. Jetzt haben wir wieder abgeschweift, oder? Dafür ist das da, ja. Das ganze Ding, ja. Zu guter Letzt. Oder waren nicht da noch mehr Fragen drin? Nein. Eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Und zwar, wie würdest du uns in der lokalen Szene, und da meine ich jetzt nicht nur uns Metalcore-Leute, wenn ich das so, sondern so wirklich Hobbymusiker und Semi-Professionelle, wie würdest du uns jetzt noch motivieren,
dass wir den gleichen Drive finden wie du, ja, und an uns glauben und weitermachen. Den stetigen Uphill-Battle. Also ich sage einmal, es ist egal, was du eigentlich genau magst, also ob du jetzt eine Metal-Band hast oder eine sonstige Band oder einen YouTube-Kanal oder Fotograf bist oder Videomacher oder so Künstler. Ich glaube, als erstes ist immer wichtig, dass du deine Leidenschaft im Auge hältst, weil oft beginnt was mit Leidenschaft und wird dann nach einer Weile zur Pflicht und du merkst das nicht. Und dann verbrennst du selbst irgendwie damit, weil dir ist es gar nicht bewusst, dass eigentlich dir das gar keinen Spaß mehr macht. Du machst das aus Gewohnheit. Genau, oder wegen den falschen Zielen. Mhm. Vielleicht magst du es nicht, weil es dir taugt, sondern weil es dir berühmt werden willst. Mhm. Du willst eigentlich jetzt gar nicht auf der Bühne stehen oder das oder jenes machen. Du willst einfach nur einen Haufen Fans haben. Die Musik ist eigentlich wurscht, jetzt mal blöd gesagt. Ja, oder das gleiche, eine große Krankheit auf YouTube ist ja, und warum auch YouTube so einen schlechten Ruf hat, weil es ja da jetzt seit bald 10 Jahre, also dieses Monetarisieren gibt. Und wie das halt aufgekommen ist, dass man jeder quasi seinen YouTube-Kanal monetarisieren kann, hat er dir ja sofort das große Geld geschnuppert und macht dann einen YouTube-Kanal auf und glaubt, er kann jetzt sein Geld damit verdienen und produziert eigentlich Videos, obwohl es ihm gar nicht taugt, sondern er wird nur mal irgendwann einmal. Es wird halt dann eine Aufgabe, deine Chores machst du quasi. Ja. Genau, also das. Verwirklichst dich nicht mehr selber. Wenn man die Leidenschaft im Auge behält und auch merkt, dass sie weniger wird, und kann man entgegensteuern. Das heißt, also wenn ich jetzt sage, okay, ich mache zwar gern Videos, aber es bringt mir zurzeit einfach keine Bestätigung, dann mache ich einfach mal eine Pause und mache in 2 Monaten weiter. Also das muss man dann eben sehen. Also schon so hin und wieder die Tätschen mal von oben ist ganz anschauen. Wichtig, weil ich glaube, wir machen es alle als Hobby. Das heißt, ein Hobby sollte Spaß machen. Hobby sollte sich nicht wie Arbeit anfühlen, auch wenn es so viel zum Tun ist. Das heißt, man muss, glaube ich, wirklich mal entscheiden für sich selbst, mache ich es jetzt wirklich nur als Hobby oder will ich eigentlich mehr? Will ich vielleicht einmal mein Geld damit verdienen und so? Ja. Und das ist ein riesengroßer Schnitt und das muss man klar trennen, weil sobald Geld damit im Spiel ist, ist es ganz was anderes. Ganz was anderes. Ja. Ja. Leidenschaft natürlich, es gibt ja ein paar Punkte. Kritik ist ganz wichtig, dass man eben immer wieder nach Kritik sucht und nicht beleidigt ist, wenn dann wer dir die Wahrheit ins Gesicht sagt. Ja. Weil die Außenwahrnehmung ist halt wichtig zu wissen, weil wenn man sich in Projekte drin verrennt, verliert man irgendwie sehr schnell so das Gefühl dafür, was ist das eigentlich wirklich, was ich mache. Also ja, ich glaub, du meinst Betriebsblindheit. Betriebsblindheit, ja. Und wenn dann von außen einer sagt, gut und schön, was du magst. Ja, du kannst nicht jeden Winkel sehen. Genau. Ich meine, es heißt jetzt nicht, wenn einer sagt und der zu dir sagt, das ist scheiße, weil, dass du dann gleich aufgibst. Aber darüber nachdenken, aber vielleicht hat er ja recht. Ich mein, vielleicht ist dieser Aspekt, ich meine, scheiße, das überhöre ich mal, aber stimmt eigentlich. Eigentlich ist das, was ich da mache, eigentlich nicht so leiwand. Vielleicht sollte ich es mal anders probieren. Und dann hat man eigentlich schon gewonnen. Voll. Networking ist wichtig, nur seine Kunst betreiben und dann eben hoffen, dass es sich vielleicht irgendwie in der Welt ausbreitet und Früchte trägt, funktioniert meistens nicht. Man muss immer so ein bisschen schauen, dass man mit Leuten connected ist. Genau, es ist immer so, es ist eine Hand wäscht die andere und das ist auch nichts Schlechtes. Oft hat man so ein bisschen die Freundelwirtschaft oder so, oder das ist jetzt alles. Ja, aber Freundelwirtschaft kann auch was Gutes sein. Es ist so negativ behaftet, aber ich finde, wenn man schaut, dass die Balance bleibt zwischen das, was ich gebe und was ich nehme, dass das halbwegs passt und dann ist es voll okay und es geht auch nicht anders, weil es wird nie passieren, dass irgendwer herkommt zu dir und sagt, hey, ich habe dich gerade entdeckt und jetzt mache ich dich zum berühmtesten, keine Ahnung, YouTuber-Musiker überhaupt und so. Sei froh, dass ich dich jetzt erwischt habe. Man wartet oft darauf, dass man entdeckt wird. Und Nein, das funktioniert nicht. Es ist ja meistens einfach, also gibt es so, man lernt Leute kennen und je mehr man kennt und je mehr man da in Verbindung ist, desto eher ergeben Situationen, die man dann ergreifen kann. Und da habe ich das Gefühl, gerade in der lokalen Metal- oder Hardcore-Szene oder you name it, da sind die Leute relativ offenherzig. Ja, und da kommt man schnell einmal zusammen und sitzt am gleichen Tisch und kann ein Gespräch starten. Ja.
so scheu sind die Leute auch nicht. Ja. Die Metal-Szene ist bei uns eh sehr, sehr gut vernetzt. Ja. Voll. Ja, wenn man zum Beispiel eine andere Szene, zum Beispiel eine YouTube-Szene zum Beispiel existiert, so gut wie gar nicht. Gar nicht. Also man, wenn man es jetzt mal als YouTuber, so wie man es vielleicht von den deutschen YouTuber kennt, dass es da YouTube-Persönlichkeiten gibt und so, die eine gewisse Szene haben und das ja in den Videos selbst irgendwie referenzieren. Das ist das, was wir jetzt machen, eh schon einmalig in Österreich. Nein, es gibt... man findet schon immer wieder leibende Kanäle, aber man hat trotzdem immer das Gefühl, in Österreich, da reden die YouTuber nicht miteinander, das heißt, und featuren sie nicht. Und wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit den berühmten YouTubern aus Deutschland, dann merkt man gleich, die haben alle den gleichen Ursprung. Die sind teilweise aus Projekten gekommen, wo sie gemeinsam in einem Team Videos gemacht haben, die haben sich abgesplittet und sie kennen sie und alles. Also die Infrastruktur dort ist, was das angeht, einfach viel größer und das befruchtet sie dann auch selbst. Und sowas gibt es, bei uns ist quasi jeder Einzelkämpfer. Das ist richtig, ja. Und wenn es sonst 1000 Einzelkämpfer gibt, gewinnt keiner. Das stimmt. Das ist sehr, sehr deep. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Far, sehr authentisch. Und mit dem bringen wir es auch zum Abschluss, hätte ich gesagt. Sind das schon wieder 20 Minuten? Das ist fix schon drüber wieder. Wie immer. Humaldo, danke für deine Zeit. Sehr danke, gerne. Dass du so leimend bist und lokale Bands supportest und Festivals machst und bam, bam, bam. Ja, und das Gleiche geht an euch zurück. Macht's weiter. Dankeschön. Mit der ganzen Podcast-Serie. Yes, sir. Irgendwie verspricht, dass ich mir das öfters anschaue. Ich komme meistens nicht dazu. Also. Verstehe ich. Sind doch lange Brocken. Naja. Aber es ist sehr leimend, dass ihr das macht. Und best. Es wäre geil. Wann das beständig bleibt, weil das ist das Nächste, das Durchhaltevermögen, das soll ich erst noch vergessen, das ist auch sehr wichtig. Das ist richtig, aber sogar dafür haben wir schon Pläne. Sehr schön. Cool, gut, passt, so, danke. Wo ist die Kamera? Da, see you next time. Metal-Alter. Voll, das ist ja der Ding. So.